Darüber sprechen kann ich jetzt mit dem Energie- und Sicherheitsexperten Dr. Frank Umbach, Forschungsleiter am Institut Cassis der Uni Bonn. Grüße Sie, Herr Umbach. Hallo, Frau Weber. Hatten Sie damit gerechnet, dass die Lieferungen nach den Wartungsarbeiten wieder aufgenommen werden? Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, weil Russland mit weniger Gas, das es liefert, trotzdem fast genauso viel verdient. Und es benutzt diese Situation ja auch, um die Polarisierung in unseren westlichen Gesellschaften weiter voranzutreiben und auch die einzelnen EU-Staaten gegeneinander auszuspielen. Wenn es zu einem völligen Gasembargo gekommen wäre, sei es von unserer Seite oder sei es auch von russischer Seite, was die Lieferungen betrifft, dann hätte Russland so gut wie gar nichts mehr verdient, weil es alternativ das Gas eben nicht auf andere Märkte bringen kann, weil hierfür schlichtweg die alternativen Gasinfrastrukturen fehlen. Wir sagen ganz kurz die Nachfrage. Das finde ich interessant, was Sie sagen. Wenn wir sozusagen in Europa und die europäischen Mitgliedstaaten sagen würden, wir wollen ein Gasembargo, wie würde das dann aussehen? Das würde dann so aussehen, dass Russland sozusagen auf seinem Gas sitzen bleiben würde. Das ist eben der Unterschied zu dem Ölembargo, wo das verschiffte Öl eben bisher jedenfalls weitgehend auf die alternativen Weltmärkte kommen kann, wie beispielsweise nach Indien verkauft werden kann. Das wäre mit Gas eben nicht möglich, weil dieses Pipeline-Gas, das sind 155 Milliarden Kubikmeter im letzten Jahr gewesen, das kann nicht woanders hin sozusagen verteilt und verkauft werden, weil dafür die Infrastrukturen fehlen. Es gibt nur eine einzige russisch-chinesische Pipeline. Und dort sind im letzten Jahr zusammen sogar mit Flüssiggas lediglich 16 Milliarden Kubikmeter verkauft worden. Das ist weniger als ein Zehntel dessen, was im letzten Jahr nach Europa verkauft worden ist. Sie hatten ja schon früh in diesem Jahr, 10 Tage vor der russischen Invasion, darüber geschrieben, dass Russland Energie als Druckmittel einsetzen könnte. Dann ist es auch, ja, zumindest augenscheinlich passiert. Wie ist denn Ihr Blick auf die kommenden Monate im Augenblick? Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass Russland uns im letzten Jahr schon mit der Gaswaffe erpresst hat, weil es ja im letzten Sommer bereits kein zusätzliches Gas angeboten hat, um die Gasspeicher aufzufüllen. Deswegen hatten wir ja auch so wenig Gas in diesen Gasspeichern bis zum Frühjahr und hatte damals auch das mit zwei politischen Forderungen verbunden. Es hat gesagt, wir können sofort mehr Gas liefern, wenn ihr a, den Zertifizierungsprozess für Nord Stream 2 so ganz schnell erledigt und zweitens, wenn ihr neue Langfristverträge unterschreibt. Dazu waren auch die deutschen Gasunternehmen natürlich nicht bereit. Und dementsprechend ist das nicht neu. Und wir müssen leider damit rechnen, dass Russland und Putin diese Waffe in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder einsetzt. Und dementsprechend wachen wir jeden Morgen auf und müssen dann wie das Kaninchen auf die Schlange starren, ob möglicherweise Putin das Gas nicht aus welchen Gründen auch immer abgestellt hat. Und die Begründungen dafür, wie beispielsweise jetzt mit der Turbine, sind nicht politisch glaubwürdig. Angeblich hat Siemens Energy in Kanada sogar zugegeben, dass diese Turbine gar nicht repariert hätte werden müssen, da gar nicht kaputt sei. Und wir sehen ja auch über die anderen Leitungen, über die Ukraine und über Turkstream sind ja auch die Gasmengen dramatisch reduziert worden in den letzten Wochen, ohne dass es irgendeine Begründung von russischer Seite hierfür gab. Jetzt liegen ja immer mehr Widersprüche auf dem Tisch, aber unter anderem eben auch bei uns zu Hause hier in Deutschland. Wir wollen kein eigenes Schiefergas gewinnen, importieren es aber und bauen jetzt neue LNG-Terminals. Wir stoppen die deutschen Kernkraftwerke, importieren aber Atomstrom aus Frankreich und Tschechien. Wie sinnvoll und wie zukunftsfähig ist das aus Ihrer Sicht? In der Form leider überhaupt nicht. Ich kann natürlich die politischen Motivationen auf Seiten von Herrn Habeck verstehen. Kernkraftwerke, muss man sich ja nochmal erinnern, das ist ja die DNA, wie die Grüne Partei ursprünglich entstanden ist. Und man hat ja sehr viele politische Kröten schon schlucken müssen, auch mit dem Wechsel oder dem Ersatz von den Gaskraftwerken durch noch dreckigere Kohlekraftwerke, um den Gasverbrauch entsprechend zu verringern. Das ist alles entsprechend politisch nachvollziehbar. Aber wir sind in einer Krisensituation. Und es ist eben auch keineswegs eben so, dass wir nur eine Gaskrise haben, sondern wir
haben möglicherweise auch eine Stromknappheit und werden die auf jeden Fall in den nächsten Jahren vermutlich bekommen. Wir müssen 4,5 Millionen neue Wärmepumpen in den nächsten Jahren ans Netz bringen, einschließlich Elektromobilität. Das alles braucht Unmengen an Strom. Und wir sehen auch seit längerem, dass wir generell die Resilienzstärke und die Reservefähigkeiten auch, was Strom betrifft, drastisch ausbauen müssen. Und wir dürfen uns da nicht auf Best-Case-Szenarien verlassen. Vielen Dank für Ihre Expertise, Dr. Frank Umbach. Bitte schön.